Und ich hab nicht mehr eingelenkt. Nur ein bisschen einlenken müssen, aber ich hab's einfach gelassen. Ist oft so bei mir. Kommst du gleich wieder, der Psycho? Manchmal, wenn ich so ein bisschen lenkfaul, keine Ahnung, der sitzt dann irgendwie schief und dann tue ich mit dem Lenken so ein bisschen immer irgendwie in die Seite schlagen und den Bauch drücken. Oh, kenn ich. Dann höre ich auf zu lenken, wenn ich was berühre. Solange es nicht der Penis ist, alles gut. Was? Ich will da voll sagst du, kannst keine mehr. Lenke ich halt falsch ein, glaube ich. Kann sein. Eine Zeit verbessern, sonst habe ich keine Batterie mehr. Batterie leer. 0,5 Sekunden meiner eigenen Zeit, die einfach vorbei. 0,5 besser als meine eigene Zeit und dann Batterie leer. Ich kann das nur eine Runde fahren mit der Batterie. Lad den Scheiß doch auf jetzt, soll das. So, ich fahre manchmal eine Strecke. So, keine Ahnung, dann tut sich eine gewisse Routine rein, egal ob ich das falsch oder richtig mache. Und auf einmal, dann nach gewissen Runden, entweder nach einer kurzen Pause oder dann irgendwann nach einer gewissen Rundenzeit, Zahl meine ich, weicht sie ganz anders. Warum auch immer. Da sehe ich und bewege Sachen aus, die ich gar nicht realisiert habe vorher. Ich denke mal, das ist Unterbewusstsein, was dann lernt und noch ganze Sachen irgendwie so da aneignet, dass ich es merke. Ja, reicht doch wieder nicht. Ich muss zwei Runden laden.
Aber hier jetzt schon 0,4 vorne. Aber die reicht nicht. Sechs vorne in meiner Zeit. Die Batterie jetzt aus. Schaffst du trotzdem noch 0,4 mitzunehmen? 0,3, komm. Was für ein Mapping machst du das denn? Also ich mache dann immer Motor und ich mache auf High. Und zum Laden mache ich Battery und Deploy. No Deploy meine ich. Ich fahre meistens, also ich stelle seine Box an, ich kann sie nicht über Tasten umstellen, wie viel mir die Batterie gibt und alles. Oh, das ist ja egal, das lasse ich immer auf 100. Ich meine nur den Modi halt. Kannst du einstellen. Modi stelle ich in der Box ein. Aggressive. Ich kann die nicht am Lenkrad verstellen. Achso, gibt es Aggressive Beispiel, Attack und so? Ja, jetzt die Runde vorher, das 1-5. 5 war mit Balance. Jetzt probiere ich mal Attack. Also, ne, musst High machen. Attack ist halt nur zum Überholen. Das verbraucht zu viel. Heißt was wie Hotlap bei dem. Oder auf High gehen und dann das andere auf Motor stellen. Gibt ja MGH U und K oder so, ne? Ersten Kerst oder was auch immer das ist. Und zum Laden fahre ich dann zwei Runden auf Batterie und auf No Deploy. Boah, nee, ich brauchte meist nicht laden, weil ich sowieso Blödsinn mache. Einfach zur Box wäre besser gewesen. Ja, es ist eine einzige Möglichkeit. Ich habe probiert, bei Geraden oder beim Anfang von Geraden immer so auf Attack zu gehen, selber ES zu machen, weißt? Mhm. Aber wenn ich auf High gehe, dann ist die Rundenzahl besser. Weißt du, schon immer beim Beschleunigen aus der Kurve raus, kurz ES angemacht, dann wieder ausgemacht. Aber High ist halt, das fand ich jetzt, ist das Bessere. Manuell war wild halt, aber habe nicht so viel Zeit gebracht. Jetzt habe ich mich noch nie in meinem Leben gedreht, Mann. 0,4 wieder vorne, Mann. Ich kann noch so viel Zeit rausholen. Ich bringe es aber nicht auf die Runde. Ich habe das erste Mal in der engen Rechtskurve habe ich den zweiten Gang geschaltet. Habe ich und voll beschleunigt und so. Also lang, also naja, voll. Ich muss da testen, wenn die Grenzen sind. Anders hinsetzen, ne? Aua. Ei. Das März war gerade so.
nein. Ich fahre immer die Aufwärmrunde ganz gut und nachher die Rechtsrunde fahre ich komisch. Ich weiß nicht, was ich auf einmal mache hier. Keine Ahnung. Ich bringe es nicht auf die Runde. Ich fahre die Aufwärmrunde ganz cool, wo ich dann rumprobiere, das geht und dann auf einmal. Also eine Sekunde könnte ich noch locker rausholen. Also ohne jetzt wirklich viel besser zu fahren, ging es noch, wenn ich die Fehler nicht machen würde. Aber dann drüber hinaus ist er dann quasi fast Ende erstmal. Da müssen wir noch ein bisschen viel mehr fahren. Noch ein bisschen viel, ja. Na gut, könnte jetzt auch noch eine halbe Sekunde rausholen. Bin ja froh, dass ich nicht 10 Sekunden hinter dir bin. So 1,5 oder so. Jetzt sind es ja 2,5. Ich will noch rankommen. Oh, okay. Nicht der es vergessen hätte. Ich war, was ist denn das, diese zwei Rechtskurven, Mann? Die ficken mich so sehr. Ich war 0,4 vorne, auf einmal bin ich hinten. Was mache ich denn jetzt anders als vorher? Verstehe ich gerade nicht. Ich muss nur mal von Anfang anfangen. Mann. Was ist denn bei denen? Ich traue mich halt da nicht früher Gas zu geben. Ich habe es einmal gemacht und dann habe ich mich gedreht. Früher glauben müssen wir kriegen. Komplett über den Körper. Ist nicht.
ein bisschen verwässert, aber denke ich viel. Jetzt, ich kann nur eine Runde fahren, schneller. Das kannst du vergessen, ich kann nur eine Runde fahren. Da muss ich wieder zwei Runden sparen oder ich fahre durch die Box. Ich warte mal auf Balance nach einfach. Ich kann da mehr Runden fahren. Immer noch über die Curbs fahren. Bei der anderen Strecke bin ich erst nach 7 Stunden wirklich vertraut gewesen in den Curbs. Oh, so wäre es vielleicht nicht schlecht. Manche Curbs sind aber schwierig. Ja, jetzt habe ich was probiert, 0,5 hinterher. Also, was ist denn das? Mann, 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 es gibt Zeitpunkte, da kann ich halt nicht mehr weiter. Ganz halt husten wollen, ey. Gut, irgendwann lässt halt die Konzentration nach. Bitte? Irgendwann lässt halt die Konzentration nach. Ja, aber geht nicht. Ich darf nicht sagen, man muss 12 Stunden perfekt fahren, jede einzelne Kurve. Jeden Punkt treffen. Das ist mein Ziel. Und dann einweisen lassen. Sachen aussehen. Ja, ich sag's ja. Ich bin mit dir. Ja. Na klar. Warum denn nicht? Einfach crazy mit dir.
Ja, du bist halt der Einzige, bist dir da. Deswegen. Selber schuld. Ja, aber du möchtest mich auch verabschieden, tatsächlich. Leider. Tja, nicht so anstellen hier. Einfach Gas geben. Voll das Gelaber. Ich brauche nicht zu arbeiten. Wenn ihr da arbeiten müsst, ihr das alles mit dir machen. Ich schaue auf die Zeit, freue mich, dass ich 0,2 vorne bin. Warum kommen aufs Gras, 0,3 hinten? Einfach umsonst gefreut. Verbremst. Das Wichtigste ist, ich habe heute Prof gelernt. Das sag ich dir. Was Prof angeht, bin ich echt, habe ich gelernt. Ich glaube, es macht auch echt nur bei 21 zu 9 Sinn, sonst siehst du ja gar nichts mehr. Also, ich denke, beim 16 zu 9 Uhr, ich bin, hat er alles auch nicht gemacht. Dann auch egal. Egal, einfach so gefahren, wie es für mich halt am besten aussah. So. Bist du denn mit dem besser oder schlechter gefahren oder wie ist das, wenn du uns gewechselt hast? Oder tatsächlich ja, leichter, Anfang, schwerer? Wo ich gewechselt habe, war es am Anfang erstmal komplette Umstellung, weil. Das ist klar, ja. Verschätzt, keine Kurve mehr auf, keine Kurve mehr gekriegt für nix. Aber so nach, ich sag mal, 2-3 Stunden hatte ich mich dran gewöhnt, dann ging's, dann bin ich die Zeiten von vorher wieder gefahren. Ja, okay. Und dann noch besser oder wie? Oder einfach nur die Zeiten gleich? Nö, ich war circa gleich schnell. Also wirklich schneller macht's sich, glaube ich, nicht. Also hat's einen Unterschied also, gemacht, oder? Hat's mich nicht wirklich schneller gemacht jetzt. Mhm. Ich konnte halt nur, also gefühlt konnte ich halt besser die Distanz zu anderen Fahrzeugen einschätzen und sowas. Das kann so jetzt nicht so verzerrt ist, ne? Mhm. Ja. Du siehst ja manchmal im Rückspiegel ist ja ganz weit weg und im Seitenspiegel war immer, ist er total nah dran. Ja, das ist auch noch, das ist auch irgendwie komisch. Puh. Musst du morgen aufstehen, oder was? Ja, ich muss morgen wieder arbeiten. Hast du frei gehabt, oder wie? Nö. Also, was heißt frei? Ich hatte jetzt Wochenende. Die letzten 2 Wochen hatte ich Weisheitszahn OP und war zu Hause. Aua. Weisheitszähne rausbekommen. Wie viele? Alle 4. Ach du Scheiße. Manche haben ja nicht mal alle 4, deswegen frage ich. Und wie nee, war's? Ja gut. Ich habe Vollnarkose gemacht. Ja. Aufgewacht, wie wenn ich gerade Mittagsschlaf gemacht hätte.
war ich alles ganz in Ordnung. So. Nicht dick die Fresse mit voller Ding und so? Mit voller. Ja gut, ich bin nach Hause gekommen, direkt Gefriertruhe ran und hab mir so 2 Kühlakkus genommen und direkt angefangen kühlen und alles. Musste sein, oder? Ja, hat der Arzt zu mir gesagt, am besten einfach die ganze Zeit kühlen. Dann schwillt nichts an, dann ist alles gut. Also nichts angeschwollen, oder doch? Nö, also minimal nur. Minimal. Und jetzt habe ich vor 1,5 Wochen habe ich dann Fäden gezogen bekommen. Mhm. Hat aber noch Schmerzen und alles. Und dann hat mich der Arzt noch mal eine Woche krank geschrieben gehabt. Und jetzt will ich wieder normal arbeiten dann. Okay. Ja, so nach einer Woche ist halt schon schnell, dass du dann gesund wirst. So schwierig. Kann ich einschätzen. Also denke ich mir mal, würde ich einschätzen, meine ich, weil sowas ist schon hart. 4 Zähne, eine Woche. Knapp, oder? Knapp. Ja, gut, vor allem sie schneiden dir theoretisch das Zahnfleisch auf. Ja. Komplett. Also so haben sie es bei mir gemacht. Deswegen, das muss halt auch erstmal zuheilen. Es ist auch noch nicht komplett maximal verheilt. Nur noch hinten im Zahnfleisch eine kleine Spalte offen ist, aber. Mit Essen und so? Essen geht alles normal. Wie hast du das gemacht am ersten Tag? Nur Suppe. Suppe Main, Suppe, oder? Suppe. Hat's ja nicht gebrannt, wenn die Suppe auf die Stelle kam? Trotzdem, der hat ja doch irgendwie Geschmack und so. Nee, gar nicht. Gut, ich war ja vollgepumpt mit Schmerzmitteln noch und allem. Ja gut, aber am zweiten Tag oder so lässt sich das meiste nach. Ich glaube, ich war so am schlimmsten, oder? Zweiter Tag. Ja, gut, es war aufgestanden, gekühlt, okay, gemerkt, ich habe Schmerzen, über 400 genommen, reingeschmissen, wieder ins Bett gelegen. Das hat gereicht, oder was? Über 400 reicht, oder? Meistens hat es gereicht, ja, mit 400. Darf ich stehen ja mal auf? Also, da war ich keine Augen zu, wenn ich mir nochmal einen Wimpernschlag jetzt hat. Was ist denn das? Ja, aber 25 war es eigentlich relativ spannend. Zum Glück. Habe ich schon schlimmere Sachen. Haben die denn wehgetan? Deswegen rausbekommen oder einfach so? Ja, die lagen quasi schräg drin und haben meine anderen Zähne nach vorne gedrückt. Ui, aua. Ja, und wenn die halt irgendwann mal immer so, das war immer so, gefühlt immer so im 2-Wochen-Takt, haben die immer so einen Schub bekommen und haben halt angefangen. Okay. Und das hat halt, also, ich konnte meinen Mund dann auch nicht mehr richtig aufmachen und so Zeug, das war dann echt. Ah, okay, schön. Das ist scheiße. Bei mir müssen nämlich auch 2 raus, sollte schon vor ein paar Jahren raus, aber ich bin halt ich hatte dann einen Termin, bin aber da nicht hingegangen, weil ich halt lieber raiden wollte. War halt an dem Raid-Tag. Weißt du, entweder raiden oder OP. Oder Weisheitszähne raus. Ja genau, war da doch Raid schöner. Im Augenblick, im Nachhinein, ehrlich gesagt, doch. Also, weiß ich nicht. Also, die haben halt nicht wehgetan. Das ist einfach nur tot, die Szene. Auch tot. Ja, gut. Also, die sind halt, sind natürlich auch kaputt. Sicher. Aber die hängen halt einfach so drin. Und also, das tut ja nicht weh. Weißt du? Ja gut, bei mir haben sie tatsächlich, bei mir haben sie halt wehgetan. Die haben halt. Also, teilweise Mund nicht richtig aufgekriegt, dann Essen war halt auch schwierig. Ja, dann macht's ja Sinn. Also, ich habe meinen Mund so weit aufgekriegt, dass ich noch ein Chicken McNugget rein, dass das gerade noch so reingepasst hat. Ja, also, das reicht schon jetzt mehr. Einfach Leben lang so essen. Das ist natürlich scheiße. Okay. Dann war es auf jeden Fall zwingend notwendig. Ja. Das auf jeden Fall. Und wann musst du jetzt aufstehen morgen? Um 8. Ja, ist ja noch genug Zeit. Wenn du um 7:30 mal kurz die Augen zumachst, als easy peasy. Ja, natürlich. Oder wie ein Zombie da auf der Arbeit rumlaufen.
Erkennen sie doch von dir, oder? Tatsächlich ja. Ja, siehst du? Sag dir mir doch. Kann ich doch einschätzen. Aber was die Schmerzen und die Heilung angeht, hilft eigentlich schon viel, die schlafen enorm. Ja, das habe ich auch gemacht. Ich sage, ich lag die ersten 3-4 Tage lag ich nur im Bett, habe eine Serie angemacht. Das ist geil, ja. Und wenn ich dann halt geschlafen habe, habe ich halt geschlafen, glaube ich. Das ist gut. Dann merke ich, was das fehlte bei mir. Immer so diese stechende Krämpfe und Schmerzen, dass ich halt nicht schlafen kann. Das hält mich auch noch davon ab, von der Heilung, weißt du? Ja, klar. Egal, wie viel Tabletten ich nehme, die Krämpfe sind einfach stärker. Weil das ist ein Schmerz, der halt immer wieder stärker wird. Wenn ein gleichbleibender Schmerz, den kann man einigermaßen betäuben. Und mein Schmerz, der so krampfartig kommt, den kannst du nicht schon betäuben. Der ist ja nicht da vorher. Ja. Einfach nur ein bisschen fahren. Soll ich jetzt mal voll nehmen oder was? Boah, hat sogar geklappt. Ich weiß nicht, ob ich so schnell war. Ja, passt doch. Sah nicht wirklich so anders aus wie bei mir. Boah, ich meine, das Gelenk, nichts gesehen, einfach Gelenk, aber mir scheißegal. Ja. Mach ich auch. Siebter Gang und einfach rein. Gebeten. Einfach lenken und hoffen, dass es reicht. Im Spiel kann man sowas ja machen, oder? Ja, im Spiel geht's ja. Ja. Ja gut, in der Realität ist schon allein die Formelwagen zu fahren, wird in der Realität, glaube ich, sehr wenige Leute schaffen. Also 5G oder so, Körper muss halt auch erstmal aushalten. Hier, er sticht mich hier nicht. Ich finde die vorletzte Kurve auch ekelhaft. Ja, das ist rausgestanden, das ist schwierig. Jetzt war es wieder kacke, jetzt habe ich korrigiert. LOL. Eieieiei. Schwierig. Muss ich jetzt mit ein paar anderen Sachen Autos noch fahren, dann vielleicht noch GT3, den Kurs besser anschauen, nochmal in Formel 1. Also ich tue mich schwer, wenn ich mit einem Auto üb. Ich brauche das schon aus verschiedenen Sichtweisen, das Ganze. Keine Ahnung. Schwierig. Wenn ich jetzt hier so hart try, werde ich nicht besser, weil ich einfach mich da so zu sehr drin verbeiße oder so. Wenn ich ein bisschen gemütlich fahre. Normalerweise sagt man ja immer, mit langsameren Autos eher zu starten, wie direkt alles, was geht. Ja. Zum Beispiel bei dem Kumpel, wo ich dir vorher erzählt habe, wo jetzt auch anfängt, Sim Racing zu lernen und so. Mhm. Er hat Assetto Corsa Competizione gehabt und mit dem fahren wir jetzt im August. Go-Kart. Ein 24-Stunden-Rennen in Assetto Corsa Competizione mit dem M2. Also mit dem langsamsten Auto, was es gibt in AC. Mit was kann man das vergleichen? Ich kenne M2 gar nicht. Was ist das für ein... Wie ist GT3, GT4 noch langsamer als das, oder was? Ja, noch langsamer wie Porsche Cup. Weiß gar nicht, Porsche Cup ist da... Doch, müsste auch noch langsamer sein wie GT4. Ich finde den nicht schlecht. Ich bin zwar gegen GT3, manchmal legt es mich auf, aber der GTR ist ganz cool. Der 35er, also das Skyline, müsste das sein. Und mit Heckantrieb. Ja. Finde ich eigentlich ganz geil. Eine
schade, dass es den nicht gibt in der Realität. Der ist ja auch von 2012 hier. Deswegen. Also bis 2016 war Nissan GT3-Sport. Dann haben sie gemerkt, dass sie mit dem Auto nichts hinkriegen und dann sind sie, haben sie gesagt, sie machen den Markt. Aber der ist doch super gewesen mit der R35 oder R34. Einer der stärksten und beschleunigten Autos, oder nicht? Ja, vom Topspeed und so her war er immer relativ gut dabei. Das Problem war immer nur, dass er keine Aerodynamik hatte für die Kurve. Echt nicht? Okay. Aber Beschleunigung war nicht auch gut, oder nicht? Ja, Beschleunigung und so war er gut, aber halt die Kurven, das war halt sein Problem immer. Die haben einmal haben sie ein 12-Stunden-Rennen gewonnen. Und sonst gar nichts. Okay. Das ist natürlich doof dann, ja. Es geht halt aufs Geld. Na klar. Und wenn du gewinnst, kriegst du ja was raus. Ja. Wenn du halt dann entwickelst und machst und tust und merkst, es bringt halt nichts. Achso, warte, ich habe vorhin ja gefragt, was für einen Wheel-Aufsatz du hast, habe ich ganz verpeilt. Achso, das Ding, genau, 2,5. Das X oder Non-X? Ja. Non-X, oder? Nee, ich hab sogar noch das V2. Achso, also, okay. Vor 2. Weil es schon älter ist. Ja. Ist schon länger gekauft, deswegen das andere gibt es ja, glaube ich, gar nicht so lang. Das V2 kriegt man halt, glaube ich, gar nicht. Gibt dazu noch das V2,5. Wurde er ersetzt. Genau, ist ja immer so. Ja, ist ja genauso wie meine Wheelbase gibt's auch nicht mehr. Mhm, genau, weil es nur noch Direct Drive gibt. Macht euch dann irgendwo Sinn. Für die kleine Direct Drive Base. Genau, die habe ich ja. Aber die mit 8 Nanometer. Mit Boost Kit. Ja gut, die ist ja grob genauso stark wie meine. Mit genau, die deswegen simuliert die deine ja. Mit PC-Modus habe ich eine direkte Erkennung. Mit PC-Kompatibilitätsmodus simuliere ich deine. Ein Arbeitskollege von mir, der hat ja die große Direct Drive. Die Podium? Die Podium DD2. Mit 25 Nanometer? Ui. Das ist wild. Ob man das braucht, weiß ich nicht. Ich hatte vorher 4,9, bin jetzt auf 8 hoch. Ja, es ist Unterschied, aber also ich meine, es ist halt Ruhe Gewalt. Wenn du immer mit voll Frost. Ich bin tatsächlich jemand, der immer mit viel Force Feedback fährt. Ja, aber wenn du so viel Force Feedback hast, dann ist es dann überhaupt noch Kontrolle, sondern nicht nur ruhe Gewalt mit Gegensteuern und so. So bei Formel 1 ist ja auch schwer. Nee, es geht tatsächlich. Also ich fahre meine Wheelbase habe ich auf Stärke 75%. Also die macht 3/4 ihrer Leistung, was sie kann. Ich habe die Wheelbase jetzt auf 100 und hier bin ich auf 75. Also glaube ich ähnlich, oder? Im Spiel 75 und Wheelbase auf 100. Ja, müsste relativ ähnlich sein. Ich bin einmal, also wo ich sie neu hatte, bin ich einmal im Rennen mit ihr, mit der Wheelbase auf 100%, also alles auf 100% gefahren. Das war dann nach 20. Ja. Nach 20 Minuten war meine Arme tot. Ja, du ermüdest auch total schnell. Man sollte auch nicht übertreiben. Man sollte so machen, dass das eine. Ich fühle halt die Effekte komplett stark auf der Straße, aber das Gegenlenken ist halt nicht so schwer, dass ich halt nur noch kämpfen muss. Nur Gewicht heben muss, will ich ja nicht.
Ich will schon noch lenken können. Nö, das Gegenlenken geht auch schon. Ich merke zwar, dass das Druck entgegenhält, aber ich kann es noch halten. So. Außer jetzt mein Auto ist komplett weg, dann nehme ich auch teilweise sogar einfach die Hände weg vom Lenker. Musst du ja, sonst ist es zu zweit. Ja genau, ich habe meinem Daumen sogar teilweise wehgetan, so drin hängen geblieben kurz. Aber geht wieder, nicht so schlimm. Es ist halt bei der großen DD ist es ja noch extremer. Deswegen frage ich mich, wozu braucht man das, wenn du hast, du musst dir vorstellen, dass... Kannst du dir sogar einen Daumen brechen. Ja, kannst du hier bestimmt auch, wenn du doof hältst. Du ja hast, gut, aber dann muss wirklich irgendjemand von hinten kommen und dir komplett reinscheppern oder sowas. Und dann einfach geradeaus in die Karre rein donnern, mit Füßen, mit allem, was geht. Du musst dir vorstellen, du hast deine jetzige Rebase auf 75%, ne? Ja. Und dann hast du ja nochmal mehr Newtonmeter, dreimal so viel. Oder zweieinhalb mal so viel. Dann, auf was hast du sie denn dann? Blinkt ja auch nichts mehr. Dann hast du sie dann ja, auf glaub, 20 oder was? Ich glaube, mein Arbeitskollege fährt die auf 25 oder 30%. Deswegen meine ich, dann lohnt sich ja das gar nicht mit dem 25 Newtonmeter. Du hast halt es war halt damals die einzige Direct Drive von Fanatec. Gab es die kleine DD. Ja, genau, das kann sein, ja. Weil er sich die große gekauft hat. Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist ja, dass du mit dem Direct Drive halt doch nochmal ein bisschen genauer lenken kannst und alles ein bisschen besser spürst am Lenkrad. Ja, hatte ich. Ich hab ja direkt einen Unterschied zwischen dem T300 und dem hier. Du spürst schon, natürlich schon viel, viel mehr und anders. Aber. Also das heißt mehr, du fühlst die gleichen Sachen ein bisschen intensiver, aber ich spüre trotzdem den anderen auch alles. Ich kann euch das erklären, sondern ich bin ja direkt von einem Tag an, das ist das Ganze, aber du kannst mit dem normalen Nicht-Direct-Drive auch genauso. So vom Fahren. Das bei Thrustmasters ist ja das, die haben ja auch einen Riemen drin für ihr Force-Feedback. Ja. Zum Beispiel jetzt, wo ich vom Logitech aufs Fanatec bin. Da war es halt ein krasser Unterschied, weil du hast halt diese zwei Motoren, die gegeneinander schlagen, und da hast du halt einen Riemen, und das war halt schon... Du hast ja da Zahnräder gegen Riemen, dann ist das natürlich heftig. Ja, das war schon ein richtig krasser Unterschied. Aber von deiner jetzigen zu Direct Drive ist halt, glaube ich, nicht so heftig. Nee, ich war, wo die angekündigt wurde, war ich mit einem Kumpel oben auf der Sim Expo im Nürburgring. So, wo hier die ganzen, ja, gibt es tatsächlich für Sim Racing eine komplette Messe. Krass. Und da haben sie die CSL-DD ausgestellt und man konnte sie testen. Mhm. Habe ich auch gemacht, also bin mit der schon mal gefahren, aber ich habe jetzt nicht wirklich einen krassen Unterschied gemerkt. Wie jetzt zu meiner, weil ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, meine dann zu verkaufen und mir dann die CSL-DD zu kaufen. Genau, weil die Lenker sind eh kompatibel. Genau. Aber wo ich dann mit der gefahren bin, habe ich mir gesagt, okay, es macht eh keinen Sinn, ich fahre einfach mal mit meiner. Weil so krassen Unterschied merke ich da nicht. Ich glaube, zu großen wäre es nochmal ein Unterschied. Ja, wenn du die große aber runterstellst, bringt es auch nichts. Außer du. Ich habe ja gemerkt, ich habe so viel rumgefragt und so viel geredet und geschaut und Tests und Videos stundenlang. Meine einzige wichtige Frage war, wenn man mehr Nanometer hat, ist es denn ein bloßes Gegensteuern sowie Gewichte heben oder spürst du auch die Effekte auf der Straße besser? Und irgendwann hat man dann ein paar Leute gesagt, im Video oder so, oder auch in echt, du fühlst die Effekte halt besser. Das war für mich ausschlaggebend dann. Wenn es bloß Kraft ist, die dagegen wirkt, bringt es mir nichts, weil ich stelle es ja eh runter. Aber wenn du die Effekte auf der Straße besser fühlst, dann ist es natürlich geil. Das ist,
Das ist ja dieser Vorteil beim Direct-Craft, du hast halt einfach den Motor direkt dran. Du hast nicht irgendwas, was noch dazwischen ist, wie zum Beispiel bei mir der Riemen oder so, ja. Oder beim Logitech die Zahnräder. Sondern es ist halt einfach direkt verbunden. Du spürst zum Beispiel auch Effekte teilweise schneller wie ich. Oder halt früher, zeitgleich mit deinem Auto. Ja, das ist halt ein paar Millisekunden, sein, dass, je nachdem, dass, ob du reagierst. Ja. Als Mensch ist halt so eine Sache, ne? Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe die Tests gesehen. Und wenn deine jetzt zum Beispiel noch ein paar Newtonmeter mehr hätte, wäre es auch besser als jetzt, weil du spürst einfach die Effekte besser. Ja. Moment, aber eigentlich ist das so, wie es ist, finde ich. Ja, also ich bereue es nicht, dass ich mir das gekauft habe. Ich bin tatsächlich top zufrieden. Ich kenne ein paar Leute, die hatten ein bisschen Probleme mit Fanatec. Aber bei mir jetzt gar nichts bis jetzt. Ich hatte damals 2000 irgendwas CSL EU geholt. CSR EU-Wheel mit CSL Elite Pedals V1 halt. Damals hieß sie nicht V1, aber jetzt, dass sie V2-3 gibt. Mhm. Und viel bin ich mit dem nicht gefahren, hauptsächlich Xbox 360, Forza Motorsport ein bisschen und auch Test Driver Limited 2, ein bisschen am PC. Da bin ich schon mehr Logitech und Thrustmaster gefahren, weil so gut hat mir die auch nicht gefallen irgendwie. Nee, ich meine, ich kenne auch viele, die tatsächlich einfach bei einem zum Beispiel hat die Wheelbase einfach mal angefangen nicht mehr zu funktionieren nach einer Woche. Sowas meine ich. Also ich überlege mir, ich fahre jetzt schon viel, also stehe ich mindestens 10 Stunden am Tag in Bedrängnis, sag ich mal von mir. Ob ich das so weitermachen kann? Also ich bin ja mit meiner schon 24 Stunden drin so gefahren. Gut, da waren immer meistens 2-3 Stunden Pause dazwischen. Ich kann sagen, du fährst nicht am Stück zu viel. Aber zum Beispiel bei einem bin ich auch insgesamt 9 Stunden gefahren. Am Stück? Nee, das waren 2 Stunden, dann waren, ich glaube, wieder 4 Pause und dann wieder 2 und dann einmal 3 Stunden am Stück. Aber so, dass ich irgendwas, also ich bin auch schon teilweise Tage einfach durchgefahren die ganze Zeit. Ich wollte gerade sagen. Immer so Pause von, keine Ahnung, 20 Minuten oder so mal kurz gemacht, wenn ich halt kaputt war. Genau so wie ich gerade halt eben, ne? Ein bisschen dir zugeschaut, jetzt fahre ich wieder selber. Und wenn du das halt dann 10 Stunden machst, manchmal 8, manchmal 10 Stunden, das paar Tage, sollte eigentlich schon halten. Ja, gut. Also wie gesagt, ich hab die jetzt schon über ein Jahr. Ach so, auch nur ein Jahr? Ich dachte, viel länger hast du die. Kam denn die nicht eben dann raus? Hast du sie nicht kurz vorher gekauft, bevor die kam? Ich habe mir die V2.5 gekauft und ich glaube 2 oder 3 Wochen später wurde die DD angekündigt. Ja. War ein bisschen bitter, aber... Unlucky, ne? Ja, aber was... Konnte ich ja nicht wissen. Ne? Passiert. Ich glaube, ich bin zufrieden damit. Ich meine, ich habe es sehr gebraucht gekauft, tatsächlich auch. So, was hast du gezahlt? Ich habe für meine Wheelbase 500 Euro damals gezahlt. Nur die Wheelbase? Nur die Wheelbase. Ui, schon ein Stück. Und dann... Ja gut, es gab ja auch von Fanatec Seite gab es keine mehr. Also du konntest von Fanatec selber nicht mehr kaufen. Okay. Die waren die ganze Zeit... nicht mehr auf Lager. So wie die jetzigen halt, nur noch die Pro-DD ist da wegen
Ich habe mir die geholt, damit ich auch auf der PlayStation auch fahren kann. Gran Turismo oder so. Ja, die gab's ja nicht. Okay, Gino. Ja, und irgendwann habe ich dann mit dem Arbeitskollegen ein bisschen auf eBay rumgeguckt und dann habe ich. Da hast du halt auch keine gefunden, unter 500. Ja, und wenn es sie eh nicht gab bei Fnatic, dann macht es ja Sinn, dass du das so gekauft hast. Und bei der, wo ich mir dann gekauft habe, war noch ein Jahr Garantie drauf. Oh. Also er hatte es ja ein Jahr und es war noch ein Jahr Garantie. Mhm. Oder hat er gemeint, wenn irgendwas mit der sein sollte, wenn sie nächstes Jahr irgendwie verreckt oder so, dann soll ich ihm einfach schreiben, dann schickt er es zurück und soll das reparieren. Aber es war bisher nichts. Dieser noch in einem Top-Zustand. Der hat so, was ich richtig cool finde, der hat die komplette Wheelbase. Da sind so Porsche-Sticker drauf. Oder Porsche-Aufkleber mit die komplette Wheelbase. Finde ich auch nicht schlecht. Da hat er mich gefragt, ob er die runter machen soll. Da habe ich gesagt, nö, lass sie drauf. Weg, mach Mercedes drauf. Beste. Soll das hier? Oder Scuderia drauf? Ich brauch nicht noch mehr Mercedes. Ich hab schon genug Mercedes. Ja, in der Arbeit. Und überall. Mach BMW mal drauf. Zur Abwechslung, weißt du? Dass sie ein bisschen am anderen Höschen schnuppern. Ich meine, am anderen. Was? Huch. Das soll mir das Gleiche sein. Was soll denn der Scheiß jetzt hier? Jo, ist halt hier ein spannendes Fahren erstmal so. Ja, klar. Die andere Strecke war mehr links, glaube ich. Ja. Schauen wir mal. Such ich dir mal drauf hier. Also habe ich jetzt drauf. Schauen wir mal die nächste Strecke dann am Dienstag oder so. Mal heute ein bisschen gefahren, dann morgen und dann geht's auch wieder andere. Weil eine Woche könnte ich die jetzt nicht im Kreis fahren, wir durchdrehen. Ja, aber ist doch so. Also ich bin iRacing, ich bin iRacing ein bisschen gefahren, diesen Formel 4, Laguna Seca. Aber ich konnte nicht mehr als drei Rennen am Stück fahren. Bin wahnsinnig geworden. Ich bin tatsächlich mal iRacing. Hey, wo du? Mit einem Kollegen sind wir. Hatten wir vor, Watkins Glen 6 Stunden zu fahren. Ja, das ist was geil. Und ein Kollege, ich war ja ganz alleine, weißt du? Das ist so langweilig. Also ich kann dir nicht sagen, dass das langweiligste Spiel, was ich gespielt habe, war einfach nur iRacing. Das langweiligste überhaupt. Die Story ist lustig, weil wir wollten eigentlich so morgens um 9 war, glaube ich, ein Rennen, wollten wir eigentlich losfahren. Und am Vortag war ich dann noch abends mit einem Arbeitskollegen unterwegs und so und bin dann halt, weil ich gesehen habe, dass der auch noch online ist, bin ich noch zu dem im Discord. Und er meinte dann noch so, ja, in einer halben Stunde wäre ein Rennen. Ui. In iRacing. Watkins Glen 6 Stunden um 12 Uhr nachts. Ja, das geht ja noch, aber ich so vorher hätte 24 gesagt. Ja. Ja, aber und dann so, ich so, ja komm, ja, meld uns an. Dann sind wir das 6-Stunden-Rennen um 12 Uhr nachts gefahren. Ja. Bis um 6 Uhr morgens. Dann hatten wir wieder so 2-3 Stunden Pause. Dann sind wir das nächste 6-Stunden-Rennen auch noch gefahren, morgens um 9. Ja, ganz entspannt. Und dann sind wir noch das danach dann auch noch gefahren. Man gönnt sich ja sonst nichts. Wir sind dann an einem Tag sind wir 3-6 Stunden gefahren. Das war. Das ist cool, dann zu zweit oder so, ne? Mit Fahrerwechsel, oder? Ja, zu zweit, ja genau, mit Fahrerwechsel. Das war lustig. Das ist geil, ja. Nur ey, auch nur das war mir wirklich, weiß nicht, dieses. Genau, ich bin gefahren, Laguna Seca, dann 20 Minuten das Rennen, dann hast du wieder kurz Pause. Zum Glück kannst du da jede Stunde fahren bei dem F4, weil jede Stunde Rennen ist, weil es zwei verschiedene Serien sind. Also alle 2 Stunden würde ich durchdrehen. Dass ich jedes Mal warten muss, ich will fahren. Ja gut, zum Beispiel in iRacing ist es ja so, wenn du dann höher bist bei GT3 und so,
das alle 2 Stunden Rennen, aber dein eines Rennen, was du fährst, geht meistens schon 1 Stunde 10 Minuten oder so. Das ist ja dann wurscht, ne? Und wenn du dann fährst du das, dann hast du so kurz 30, 40 Minuten, um wieder runterzukommen. Das ist ja okay, ein bisschen was trinken, ein bisschen entspannen, kurz quatschen, das geht ja vielleicht genau. Noch. Ja, das geht ja. Und dann fährst du dann halt einfach das nächste Rennen. Ja, also ich bin 10 oder 11 Rennen gefahren, das war insgesamt 3 Tage. Und mehr als 3 Rennen konnte ich nicht, ich war mir irgendwie langweilig. Keine Ahnung. War jetzt nicht so actionreich, ich war auch Formel 4, was soll ich sagen? Ja, gut. Nicht so spannend. Aber ich würde mich jetzt dann auch verabschieden. Ja, das geht aber, also das geht aber jetzt nicht. Jetzt bist du ja gebunden. Das ist ein Ripp hier. So. Ja, nee, hab mich gefreut. Schön, dass du es gesehen hast, weil ich dachte schon, es war ganz unerwartet, dass ich gespielt habe hier das Rennen und so. Also generell. Und dann kamen Leute zurück, die ich gar nicht kannte mehr von 2015. Und du warst immer wieder da. Dann, kamst du ins Gespräch oder so? Habe ich welche gefragt, ob sie dich vielleicht auch kennen oder so? Und dann dachte ich mir, das musst du doch irgendwann sehen. Oder lebst du nicht mehr? Was machst du? Ja gut, ich saß vor dem PC und habe halt hier die EEM Cologne angeguckt von Counter-Strike. Da war ja heute das Finale. Ja. Habe ich so ein bisschen geguckt, habe so überlegt, ja okay, was machst du, was zockst du? Hat irgendwie auf nix Bock. Vernünftig. Und da findest du einen Gag. und dann habe ich mir gedacht, ja komm, bei dir war ich schon lange nicht mehr im Stream, kann ich mal reingucken mal wieder. Und da habe ich gesehen, dass du am Farm bist. Und dann ich so, oh, okay. Wild, oder? Gleich mal reinschreiben. Hättest du nicht gedacht. Du hast mir den ganzen Sonntag versaut. Ne? Dankeschön, du Arsch. Ja, war witzig. Ich habe irgendwann mal 3 oder so reingeguckt, du hast dann noch geschlafen. Da bin ich jetzt ins Bett. Ach so, ja, okay, oder das. da bin ich erst ins Bett. So 15 Uhr oder so. Ja, gut. Da war ich halt schon wieder 6 Stunden wach. Also mein Rhythmus grob ist aktuell jetzt eigentlich, dass ich so um, keine Ahnung, so 5, 6 in früh ins Bett gehen, dann muss ich halt dann liegen ein bisschen, bis 4 Uhr nachmittags oder so, oder 5 Uhr, und dann stehe ich halt wieder auf. Aber ist jetzt schwierig, weil ich immer am Tag was machen muss, wegen Untersuchungen und sowas, und dann gehe ich ja trotzdem ins Bett und bin halt im Sleeping und tue halt noch ein paar Sachen so nebenbei erledigen. Zum Arzt gehen oder andere Sachen noch machen. Und dann denkt ihr, ich penne. Und dann komme ich halt voll erschöpft hier auf. Erstmal, selbst wenn ich 10 Stunden im Bett liege, schlafe ich manchmal nur 1 Stunde oder 2 wegen den ganzen Schmerzen. Und wenn ich dann noch aufstehen muss, andere Sachen machen muss, ist halt noch schlimmer. Aber wichtig ist einfach, dass ich da liege. Scheißegal, ob ich jetzt penne oder nicht, Hauptsache da liegen, die Muskeln regenerieren sich ein bisschen oder erholen sich und so, das passt dann schon. Hauptsache da liegen. Aber das Blöde, manchmal 10-stündige Daliegen, ohne wirklich zu bewegen oder nur Schmerzen auszuhalten, macht dann auch manchmal verrückt im Kopf. Mhm. Ja, klar. Ja, na gut, schön, dass du vorbeigeschaut hast und sofort mitgemacht hast. Hab mich gefreut. Und ja, gar kein Thema. Ich guck mal, wie ich Zeit hab. Ich hab dich auch mit in die Racing-Gruppe mit reingenommen. Da gibt's extra Racing-Channel hier. Da schreiben wir manchmal was rein. Also, ich habe immer geschrieben, dass ich fahre, aber jetzt jeden Tag, wenn ich fahre, brauche ich nicht reinschauen. Und ja, schon klar. Sind ein paar Leute, die sind da öfters. Techni und Jens und Dave und Olli, habe jetzt keinen Bock gerade fahren, weil Formel 1 haben das gerade verdorben, die Fahrlust. Und ja. Sind immer so eine Handvoll Leute am Anfang. Die ersten paar Wochen waren es mehr, weil so der Hype da war oder irgendwie so begeistert. Und dann ist es wieder abgeflacht, aber die Stammleute sind geblieben, sag ich mal. Das passt.
Ich wollte ja schon 2015 eine riesen Sache draus machen, schon damals so ein paar Leute antreten lassen, so eine Liga machen oder so, so ein paar Events, aber ging halt nicht. Wollte ich jetzt wieder machen, aber es hat dann, und auf einmal sind es 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute und auf einmal wären es dann wieder nur noch 3, 4, bringt ja nicht so viel, weißt du? Aber wir fahren auch untereinander. Ja. Nur der Unterschied vom Skill ist halt krass. Dave ist halt ein echter Fahrer. Xentran, kennst du Xentran? Nee. Xentran ist... Ich glaube nicht. Ist auch schon so lange super Fahrer. Olli ist auch ein gigantischer Fahrer. Die sind halt einfach so richtige Pros, wo ich fahre immer 10 Sekunden schneller, ich gar keine Chance habe. Und die duellieren sich halt untereinander. Ich habe nie geschafft, dass alle gleichzeitig da sind. Immer mal ein oder zwei von denen. Und dann ich immer hinten, duelliere mich halt mit Techni oder so oder mit Jens, je nachdem. Dann auch am ähnlichen Skill-Level wie ich. Und ja, ist ganz witzig, die vorne, nicht hinten. Und ja, mal schauen. Vielleicht bist du auch mal da, wenn einer von den Starken da ist, dass wir da mal Rennen fahren. Damit du mal siehst, wie die sind oder so. Ja. Ja, komm. Ich sage, ich kann mal gucken, kann mal die Tage mal nochmal reingucken. Bin jetzt immer 10 Stunden durchgefahren. Jetzt muss aber die Woche ein bisschen anders machen. Ich muss jetzt ein paar Stündchen fahren, dann kurz wieder Pause und wieder fahren. Weil es ist einfach zu krass für die Füße. Ich habe Schmerzen an gewissen Stellen, ey. Hammer. Ja, gut. Jo, das will ich eigentlich auch fahren. Ich wollte ja nur kurz ein bisschen erzählen, dass ich es cool fand, dass du da bist und dass ich wild fand, dass Leute von 2015 auf einmal gespawnt sind. Hey, ich habe schon Formel 1 gesehen damals und 7 Jahre später, hey, ne, das ist mein hier so. Und auch mehrere direkt, die selber mit damals gefahren sind. Wir sind ja Formel 1 Rennen, damals auch gefahren, Multiplayer, so ein Spaß. Warst du, glaube ich, auch dabei? Ja, ich war auch, glaube ich, 2-3 Rennen war ich dabei, ja. Viel mehr haben wir ja nicht gemacht. Also, Multiplayer. Meistens bin ich halt Karriere und Story und so gefahren. Bei Multiplayer war halt nie so geil in Formel 1 irgendwie. Von den ganzen Sachen her. Ist halt, ja. Ja. Gut. Jo. Dann hau dich hin. Wünsche dir noch viel Spaß. Ich werde, glaube ich, auch eine kleine Pause noch machen. Dann schlaf du schön und bis zum nächsten Mal. Habe ich gefreut. Und keep racing. Denk dran. bis dann. Bis dann. Tschö. Ciao, ciao. Bist du, wo du noch so ein Racing-Verrückter, der auch von vorhin gesagt hat, der könnte sich gar nicht vorstellen ohne Racing. Weil ich ja gemeint hatte, ich konnte ja nicht fahren, leider jahrelang. Was eigentlich jetzt auch nicht sein sollte, aber einfach machen. Und der könnte sich das ja gar nicht vorstellen. Wann fahre ich eigentlich mit Voodoo hier? Einfach mal Server joinen. Was soll denn das jetzt hier? Ich bin fertig, Alter. Fertig. Ich weiß nicht, warum er da neu gestartet hat. Das verstehe ich nicht. Formel 1 2016 17 minus 1. Was? Na klar! Ich fahre immer Minus. Hast ja recht. Wieso ist denn der Kontemann schon nicht gekommen hier? Ja.